Hallihallo Freunde und ja, Sniper Elite Nazi Zombie Army. Intro? Danke. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Let's Play hier auf meinem neuen Kanal. Dieses Mal ein paar kleine Infos dazu. Mein alter Kanal ist immer noch aktiv, also aktiv nicht, aber ist immer noch bestehend. Weil ja, ich habe einfach nicht mehr so viel hochgeladen. Das tut mir wirklich leid. Ich habe auch ein Infomedio, das packe ich nächstens drauf. Ich habe jetzt noch nicht. Das Spiel ist erst gerade rausgekommen, deshalb hatte ich keine Zeit für ein Infovideo. Hatte auch riesen Mühe mit dem Kanal, den zu erstellen. Ich habe fünfmal Kanäle erstellt, bis ich es endlich hatte. Das soll jetzt aber mich nicht daran hindern, hier das neue Zombie-Spiel zu spielen von Sniper Elite. Dazu muss ich sagen, Sniper Elite, die Spielerei ist genial. Wer sich auch immer das mal überlegt zu kaufen. Wenn ihr in Deutschland lebt, kauft es besser nicht. Es ist gecuttet wie das Schlimmste, was es jemals gegeben hat. Ich werde dazu vielleicht später noch was sagen. Österreich weiß ich nicht. Schweiz ist in Ordnung, da ist alles uncut. Ja, die Schweizer wieder, ne? Okay, Zombie Army, Sniper Elite. Als ich das Spiel schon bei Steam gesehen habe, dass es kommt, habe ich sofort vorbestellt, weil ich musste gar nichts weiter wissen. Singleplayer starten wir. Ich habe mal kurz angespielt, deshalb habe ich hier Continue. Aber wir fangen ein neues Spiel, na klar. Und wie? Und zwar bei Your enemy can still be stopped. Will not stop. Warte. Here is nothing but walking corpse, okay. Also und. Okay, also die Zombies sind hier leicht zu killen. Hier ein bisschen und die sind sie einfach nicht zu stoppen. Wir gehen jetzt mal auf Mittel, Marksman. Das Spiel ist auf Englisch, das kann ich nicht ändern. Das Originalspiel Sniper Elite V2 und 1 ist auf Deutsch. Ich bleibe jetzt mal ruhig. Europe. The war is lost. Surrender is our only option. Also die Storyline ist unter aller Sau. Also was ist jetzt gerade passiert? Hitler wollte nicht aufgeben, hat Plan Z ausgesprochen und auf einmal kommen Zombies aus dem Boden. Ja, super Story. Die braucht jede Geschichte. Ich setz mich mal ein bisschen besser hin. Wir wollen das jetzt hier nicht hören, da redet einer im Hintergrund. Ich überspiele das einfach mal und Granate mit 4 finde ich gut. Start. Ich hoffe, alles funktioniert, der Ton sollte passen. Ich habe ein paar kleine Tests gemacht. Ich habe nicht großartig viel. Oh yeah. Oh, naja, so geht's schon. Ich will auch hier. Checkpoint. Und hier, wie gewohnt im Sniper Elite Style, lass uns ein paar Zombies metzeln. Oh yeah! So, sauber. Okay. Dead Bodies Extra Search. Später, ich habe hier ein paar kleine Probleme. Komm, 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 komm. Komm, Bullet Cam. Das ist das Geilste, was ich hier in Sniper Elite finde. Das ist einfach göttlich. Und das mit Kombination mit untoten Zombies. Ich fand das Originalspiel schon geil, als man noch. Nee, jetzt habe ich es verpasst. Naja, als man noch richtige Leute erschießen konnte und nicht hier nur Zombies, aber jetzt in Kombination mit Zombies. Einfach nur. Lebt er noch? Nur so, ich zeig mal hier, was ich für Waffen habe. Ich glaube, die Waffen konnte mal wechseln. Ach, schade. Ich habe eine Springfield, Thompson und eine Colt. Okay, der ist schon tot.
Was ich herausgefunden habe, im Spiel gibt es ganz kleine, es sind keine Easter Eggs, aber so kleine Accessoires, die es einfach, die ein Spiel einfach braucht. Ich meine jetzt hier jetzt nicht unbedingt, obwohl so einen offenen Rücken, aber einfach mal so ein Zombie an die Wand geklatscht. Wenn man da genau hinsieht, dann erkennt man vieles. Aber man muss halt hinsehen, das ist es einfach. Ich gehe mal wieder in die Hocke. Und auch wieder die Sniper, also Springfield ist ja eigentlich, ja, ist schon eine Art Sniper. So, okay, es ist jetzt viel zu ruhig. Ich habe unten diesen seltsamen Grafikbalken. Ich meine, sieht es, wenn ich hier rauf und runter scrolle. Warte. Ja, man, ich glaube, man merkt schon. Ich mache mal kurz einen Cut und schau mal, ob ich das vielleicht ändern kann. So. Ja. Ist halt immer noch da. Ich hoffe, es stört nicht. Ansonsten werde ich... Das liegt an Fraps. An Fraps hier. Ich kann daran nichts ändern. Wenn ich normal spiele, dann geht's. Aber mit Fraps geht alles nicht. Komm her. So ein Doppelkill wäre schon... Naja, so geht's auch. Und... Ach, ich muss ganz am Schluss von dem Let's Play werde ich einfach mal alle Parts von denen zusammenschneiden und dann so eine richtig geile Multi-Kill-Cam hinzaubern. Das wäre einfach. Und dann noch so ein Hardcore-Lied. Das wäre schon ein Highlight. Mal sehen, ob ich das schaffe. Oh, hallo. Auch nur die Hälfte dran. Wie kann der Arm eigentlich noch daran bleiben? Der müsste doch zusammenfallen. Naja, ach. Ich vergesse immer, ich muss mich ja beeilen, um die Leichen hier zu plündern. Naja, sind schon alle tot. Da gibt's ja nichts zu plündern. Tja, das Nazi-Symbol hier. Nazi-Zombies sind einfach Kult irgendwie. Hier zum Beispiel eine Blutlache, nur die Hälfte. Liebevoll hier. Also die Entwickler müssen wirklich psychisch ganz schön einen Schaden haben. Nee, natürlich nicht. Ich finde es ja geil, was die hier geleistet haben. Ich glaube, hier kommen kaum mehr. Nee, kommen nicht mehrere. Den kriege ich schon. In den Nacken? Naja, war immer noch ein Kopfschuss. Und komm, 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 komm. Was stand da? Weil drunk? Weil ich betrunken war. Ich mag das einfach so sehr. Ich kann auch, ja, ohne zu... So ist einfach schwierig. Es wird etwas eng hier, deshalb wechsle ich. Bin froh, habe ich diese Waffe. Aber auch, ich habe auch... Nur, ich habe... Das ist meine letzte Munition. Ich muss etwas vorsichtiger umgehen. Komm, komm, komm. Noch 16 Schuss. Und... Noch 3 Schuss, ja, das reicht mir. Aufsammeln, Leichen plündern. Die verschwinden alle so schnell, ich kann die ja gar nicht plündern. Ach doch, da, da, da. Ach, nein, nein, nein! Ich habe F gedrückt statt E. Hab's zu spät gemerkt. Was, Granatenkill? Wie? Da anscheinend hat noch einer gelebt. Na, interessant. Ich habe den Zombie unter der Erde gekillt. Naja. In den Häusern gibt es meistens so Goldbarren. Cover? Ach, okay. Granaten wieder und... Was ist das? Munition. Und eine Waffe. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Ja, ist schon... Mit dir kann man sich sehen lassen. So. Der Typ hat auch schon mal schöne aus... Hat er da... Was hat denn der da im Mund? Ich erkenne es nicht so gut. Ach nee, das sind nur Knochen. Ja, ihr erkennt es vielleicht. Ich gehe hier wirklich etwas aufs Spiel ein, weil ich hier ja auch die Umgebung betrachten möchte. Oh, geil. Der hat auch schon mal schönere Tage erlebt in der Badewanne. Hier einfach mal eine Hand im Klo und was das, ja, die Gedärme hier. Warte, ich sollte vielleicht nicht so zoomen, es ist etwas mühsam. Armor for Luger. Ach, ich nehme jetzt die Luger auch mit, hier. Ich schätze einfach mal ab und zu die Waffen. Wo kamen denn die Organe her? Der wollte sich wahrscheinlich hier in der Kloschüssel ertränken und hat es nicht ganz geschafft. Naja. Warte. Ach, okay, Colt.
Ja, ich werde hier wirklich aufs Spiel eingehen. Es kann. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Ich werde bestimmt ein paar Co-Kommentatoren in den nächsten Folgen dazu bringen. Einfach, macht viel mehr Spaß zu zweit. Man kann das auch Koop spielen. Ich weiß aber nicht, ob jemand von meinem Bekanntenkreis, der eh schon ziemlich klein ist natürlich, weil ich ja nie nach Hause gehe, nie nach draußen gehe. Nee, natürlich, aber ich meine jetzt so Zombies und so natürlich. So. Okay, ich hab zu hohen Puls, ich kann gerade nicht zoomen. Muss ich auch mal erklären, die das Spiel ja gar nicht kennen. Oh, unten links sieht man so eine Herzschlaganzeige. Jetzt ist es rot. Ich kann jetzt, wenn ich I drücke, nicht zoomen, weil ich vorher gerannt bin. Ach Mist. Ja, man kann auch No-Scope war es eigentlich nicht. Man kann auch normal zoomen. Ach, schön. Sollte jetzt ja wieder, ja, jetzt Empty Lung, da kann man einfach ausatmen, da kann man hinzoomen. Das habe ich vorher schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu erklären. Die Geschichte hier ist jetzt einfach. Ich weiß gar nichts von der Geschichte eigentlich. Also von der Hauptstory in Teil 2, also Sniper Elite V2, kenne ich ein bisschen die Geschichte. Da habe ich mal eine Weile gespielt. Aber hier, kein Plan. Es wird schon irgendwas dabei herauskommen. Okay, etwas weiter zurück. Der steht ihn nochmal auf. Jetzt nicht mehr. Ich sollte nicht so rennen. Und ich sollte nicht so blöd schießen. Jetzt habe ich ihn. Ach, ich finde die Bullet Cam einfach eines vom geilsten. Und der Blutlevel ist auch nicht ganz ohne. Also ich kann verstehen, wieso das in Deutschland hier nicht so gecuttet, uncut rauskommt. Obwohl es eigentlich Zombies. Zombies haben nur so eine Ausnahme. Warte. We got this by the ass. Ah, Restruction Kill. Der wollte mich angreifen. Tja. Selbst schuld. Nein, 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 nein! Ich verwechsel immer F mit Aufnehmen aus anderen Spielen. Naja, es hat seinen Zweck erfüllt. Ist nicht mein Problem, wie die Leute sterben. Sind ja eh schon tot, von dem her. Okay, wir gehen weiter hier. Es geht hier einfach Schlag auf Schlag. Wir müssen schon hier hin, oder? Hier ist der Zielpunkt. Ah, complete. Clear the. Oh, ich dachte schon, der Schatten hier wäre mein nächster Gegner. Komm, den kriege ich. Aus der Entfernung. Es gibt Bullet Drop, also auf lange Distanz geht die Kugel leicht nach unten. Aber es ist jetzt nicht so übertrieben. Warte, man kann auch hier. Ah, nicht erwischt. Wenn man diese. Mann, nachladen. Einfach zu viele Gegner, warte. Ich kann gerade. Wenn man diese Granaten, die da unten rechts an den Senkeln tragen. Sauber. Wenn man die trifft, dann fliegt der Ganze in die Luft. Aber es ist verdammt schwer, die zu treffen, weil man sieht, sie sind nicht gerade ruhig, was das mit Gehen betrifft. Hat der da ein Messer im Kopf? Ich werde es gleich sehen. Mal kurz schauen, was ist das? Der hat wirklich ein Messer im Kopf. Wie kann der noch leben? Der alte Bastard. Oh, warte, Doppelkill. Ach man, jetzt geht's nicht mehr. So, Checkpoint. Easy. Find the safe room. Auf zum Safe Room. Wir werden vorher aber noch mit E suchen. Langsam merke ich's. Nicht mit F. So. Okay, der hat nichts. Auch nicht. Auch nicht. Okay, dann gehe ich einfach rein. Warte. Ich dachte, es wäre safe. Ach komm, das ist lustiger. Wenn ich schon eine Pistole habe und ich nicht zielen kann,